Wir sind zurück bei der St. Pauli-Karriere, Folge Nummer 4. Ich bin extrem gehypt, es geht euch noch immer so. Wir haben wieder mal die 1000 Likes geknackt. Auch in der letzten Folge, ihr habt also Bock, ihr habt fleißig kommentiert. Einige Dinge davon werden wir jetzt auch in dieser Folge behandeln. Wenn euch das Video aber natürlich auch hier heute wieder gefällt, würde ich mich genauso über einen dicken Daumen nach oben freuen. Vielleicht knacken wir auch hier wieder die 1000 Likes. Parallel, wenn ihr das Video seht, sitze ich wahrscheinlich gerade etwas aufgeregt in der Kirche, im Anzug und warte, bis meine Frau reinkommt, denn wir sind bereits ja standesamtlich verheiratet und heute, am 21.10. findet dann also die kirchliche Hochzeit statt, weshalb zuletzt nicht ganz so viele Videos kamen. Und auch in der nächsten Woche werden wir in Urlaub gehen, da wird es auch ein bisschen ruhiger, aber danach starte ich wieder so richtig durch, nur als ganz kurze Info für euch. Fleißig weiter kommentieren, denn wir werden natürlich hier die Wintertransferphase durchbringen, inklusive ein paar Spiele aus der Rückrunde, sodass wir in der nächsten Folge dann die komplette Rückrunde zu Ende bringen und hoffentlich dann auch den Aufstieg feiern können. Um den nicht zu verpassen, kostenlos abonnieren, checkt auch super gerne natürlich Instagram ab, erster Link in der Videobeschreibung, und dann würde ich sagen, packen wir die Facecam ein bisschen kleiner in die Ecke und starten rein in diese Folge. Wir haben einiges auf der Agenda. Um die ersten drei Folgen nochmal so ein bisschen Revue passieren zu lassen, schauen wir mal ganz kurz auf die Tabelle. Platz 1, 18 Spiele, 14 Siege, 4 Unentschieden, keine Niederlage. Mit Abstand beste Offensive, das gleiche trifft auch auf die Defensive zu. 10 Punkte Vorsprung auf Hannover, 14 auf Hertha und bereits 15 auf den großen Rivalen, den HSV, und damit auch gleichzusetzen Platz 4, der erste Platz, der nichts mehr mit dem Aufstieg zu tun haben würde. Wir sind jetzt dann auch am 1. Januar angekommen. Gleichbedeutend damit die Wintertransferphase, und es wird einiges passieren. Ihr habt fleißig kommentiert, gleich dazu mehr. Es heißt also aber auch hier die Spielvereinigung Greuther Fürth. Ist es eigentlich Spielvereinigung oder Sportvereinigung? Ich weiß es gar nicht. Ist zu Gast also bei uns am Millerntor und dann keine Woche später, sogar nur 5 Tage später, nach einer dann mehr oder weniger englischen Woche von einem Dienstag auf einen Sonntag, heißt es der HSV. Das Derby, das wir auch noch in dieser Folge selber spielen werden, und dann gehen wir wahrscheinlich in die nächste Folge rein mit Spielen. Angefangen bei Düsseldorf, über Beelen, Schalke, Magdeburg, den kompletten Monat März, April und natürlich auch Mai, und hoffentlich dann keine Relegation, denn wir haben aktuell so viel Puffer-Vorsprung, dass wir das eigentlich problemlos packen sollten. Aber noch nicht zu früh freuen, ja, noch nicht den Tag vorm Abend loben, ihr kennt das Sprichwort, wir werden auf jeden Fall nämlich auch was an der Schwierigkeit ändern. So sieht das ganze Thema ja zum aktuellen Zeitpunkt aus, also nichts verändert, außer eben die Verletzungshäufigkeit auf 70 und dann die Verletzungsschwere auf 55, nicht nur bei uns, sondern auch eben bei der KI, bedeutet also, da sind wir komplett auf Augenhöhe. Was wir jetzt aber bei der KI anpassen, ist einmal die Fehlerhaftigkeit, First Touch, Ballannahme machen wir ein bisschen runter, dafür gehen wir die anderen Dinge auf jeden Fall nach oben. Wir haben natürlich auch die Torhüterfähigkeit etwas verbessert. Passgeschwindigkeit plus Schusshärte lassen wir so. Fehlpässe und Fehlerhaftigkeit von Schüssen gehen wir auch ein bisschen runter. Wir lassen aber genauso auch das Tempo, also Antritt und Sprinttempo gleich. Das soll so ein bisschen realistisch sein. Aber ihr wollt, dass es auf jeden Fall ein bisschen schwieriger wird. Ich habe mich so nach und nach tatsächlich jetzt mittlerweile schon an ultimativ gewöhnen können. Das wird nochmal eine Umstellung sein. Ich freue mich aber drauf, ist eine Herausforderung und macht das Ganze hoffentlich im Best Case natürlich nochmal weiter realistisch. Auf was ihr mich auch nochmal hingewiesen habt, ist das Thema Hexenkessel. Ich wusste das, weil auf einem anderen Account, wo ich meine private Karriere spiele, habe ich das mittlerweile aktiviert. Hier noch nicht. Danke auf jeden Fall für den Kommentar. Bringt also nochmal eine ganz andere Atmosphäre, gerade auch in Derbys. Werden wir aktivieren. Finde ich richtig geil. Ihr habt den Kommentar eingeblendet gesehen. Ist jetzt aktiviert. Weiteres Thema, Leo Østigard. Innenverteidiger, norwegischer Nationalspieler und vor allem auch gesetzt beim SSC Neapel. Hat zuletzt jetzt einfach ein Interview gegeben, hat gesagt, der FC St. Pauli ist und bleibt in meinem Herzen. Er hat vor einiger Zeit beim FC St. Pauli einfach mal gespielt. Jetzt ein absolut Weltklasse Innenverteidiger. Und sein Wunsch ist es, sein Traum zugleich auch, irgendwann nochmal für die Kiezkicker aufzulaufen. Das ist natürlich jetzt, gemessen an seinem Alter, er ist 24, komplett in der Blüte seiner sportlichen Situation aktuell. Vielleicht nicht ganz so realistisch, aber trotzdem, sollten wir aufsteigen und wir einfach so ein bisschen die Story erfinden, dass Østigard dort nicht gesetzt ist, dass er den FC St. Pauli liebt und dass er gerne nochmal zurückkommen wollen würde, dann könnte man vielleicht bei einem Aufstieg, gerade wenn wir uns dann auch etablieren und es finanziell möglich sein sollte, darüber sprechen. Wir gucken einfach mal. Ich habe das im Hinterkopf. Ich fände es selber auch unfassbar geil. Es wäre natürlich nicht so super realistisch, gemessen an der aktuellen Situation auch in der Realität. Aber wieso nicht? Ja, das ist dann einfach pure Fußballromantik. Ihr habt dann auch noch weiter fleißig bezüglich Neuzugängen kommentiert. Franz Grätzig. Wir kennen ihn alle vom FC Bayern München. Mittlerweile hat er auch schon genetzt. Er macht wirklich super Arbeit, eine Top-Vorbereitung und hat jetzt auch seinen ersten Profivertrag unterschrieben. Es gab insgesamt 3 Kommentare. Habt ihr gerade mit Sicherheit auch alle eingeblendet gesehen. Aktuell ist der Spieler kürzlich beim Verein untergekommen und wird nicht erneut wechseln. Fürs nächste Jahr haben wir das aber auf jeden Fall auf dem Schirm. Weiterer Kommentar hier. Aktuell läuft es bei Burgstaller ja richtig gut. Der kam ja von Rapid Wien. Und wieso denn nicht, wenn er gerade in absolut bestechender Form ist, seinen ehemaligen Mannschaftskameraden mit Nicolas Kühn zurückholen? Der kommt, glaube ich, ursprünglich aus der Leipzig-Jugend oder Bayern und war dann im Umkehrschluss eben bei Leipzig oder Bayern, ist dort dann auch mal hingewechselt, wurde dann auch wieder verliehen. Also einer, der die Bundesliga und auch die zweite Liga kennt. Mats Möller-Deli wäre auch eine weitere Rückholaktion, auch von euch in den Kommentaren gestanden. Østigard haben wir gerade eben schon drüber gesprochen. Der hat ja auch
nur in Anführungszeichen eine 74, sehe ich gerade erst. Also ist vielleicht doch realistischer in Anführungszeichen, als ich das ursprünglich mal erwartet hatte. Dann haben wir ja Matteo Morey lange verletzt, ja, extrem schwierige Verletzung. Ich glaube sogar im Pokal gegen Kiel zugezogen, weiß auch da aber nicht mehr zu 100%, ob das stimmt. Aber einer, der irgendwo Spielpraxis braucht. Und Dortmund hat noch immer Meunier, Dortmund hat natürlich noch immer einen Marius Wolf und eigentlich nicht wirklich Platz für Matteo Morey, vielleicht ja einer für uns. Luis Holtby, ja, der ist auch im Norden zu Hause, jahrelang beim HSV gespielt, war damals auch in der Premier League und war für deutsche Spielerverhältnisse tatsächlich echt schon ein Topstar, ein Weltstar in Anführungszeichen. Wieso denn nicht? Er hätte einen auslaufenden Spielervertrag, ist absoluter Routinier, genau das, was wir eigentlich auch noch als Backup brauchen, ist aktuell in Kiel unterwegs. Wir steigen auf, ich denke die Störche nicht. Wäre ein Deal, worüber wir gleich nochmal quatschen, genauso aber dann auch Lead Paqarada. Der ist ja anfangs der Saison ablösefrei nach Köln gewechselt, für ihn eine Herzensangelegenheit. Jahrelang bei St. Pauli gespielt, unfassbare Scorerpunkte und vielleicht hier auch ein Kandidat, den man irgendwann zurückholen könnte. Und welche Spieler ich jetzt noch aufgrund Scout-Abschlussberichte, ja, unseren Co-Trainern einfach mit draufgepackt habe, ist einmal Jan Fiete Arp, wir haben Ambrosius, es geht weiter hier mit Alexander Fuchs, wir haben Zetterer, wir haben Sutter, wir haben Aboubakar und wir haben Krühl. Welche Spieler kommen und auch in welcher Menge, weiß ich jetzt noch nicht. Wir warten auf alle Scout-Abschlussberichte, aber könnten eigentlich, und das will ich jetzt dann über die Bühne bringen, Luis Holtby wahrscheinlich als einen der ersten direkt mal finalisieren. Zudem er in dem Fall tatsächlich auch auf Gehalt verzichtet, Rolle im Kader wichtig, 2 Jahresvertrag, dann wäre er 35 ein Routinier, der uns tatsächlich beim hoffentlichen Aufstieg dann irgendwo den Halt und vor allem die Erfahrung mitgeben könnte, die man dann als recht junges Team dann auf jeden Fall auch im Bundesliga-Oberhaus brauchen kann. Damit ist das Ding also offiziell 0 Euro ablösefreier Transfer für die nächste Saison. Nächstes Nationalmannschaftsangebot in dem Fall von Katar. Da brauche ich nicht lange rummachen, das werden wir definitiv ablehnen. Aber ihr habt auch in die Kommentare geschrieben, ihr fändet das geil, so als Art Zweitjob, wenn wir eine Nationalmannschaft übernehmen. Vielleicht sogar die USA, vielleicht sogar die Schweiz, das sind wohl auch irgendwie irgendwo die Nationalitäten von Hürzeler im Hintergrund, denn das habe ich bereits gelesen, er ist in der USA einfach geboren. Ich denke gut, Schweiz, Österreich, Deutsch, aufgrund der Sprachkenntnisse mit der Sprache Deutsch sollte das ja eigentlich problemlos möglich sein, wobei ich auch nicht abgeneigt wäre, eine ganz andere Nationalität zu nehmen, wo es einfach richtig interessant ist. Wir warten jetzt nicht zwingend auf Deutschland, aber ich will schon vielleicht so auf Level Schweden, Dänemark, Finnland. Einfach was, wo man ein bisschen was machen kann. Vielleicht auch Spieler aus der Nationalmannschaft mit zum FC St. Pauli zieht und dann einfach dort zusammen das Ding aufbauen könnte. Das wäre mein Wunsch. Inwieweit der in Erfüllung geht, müssen wir uns weiter gedulden. Wir werden jetzt unsere Wunschliste erstmal ein Stück weit aussortieren. Gemessen auch am Gesamtrating. Aboubakar brauchen wir nicht. Sutter auch nicht. Zetterer, nee, der ist jetzt eh hier wo ganz anders hingesprungen. Wenn wir jetzt wirklich mal davon ausgehen, wir steigen im nächsten Jahr auf, müssen wir auch hier tatsächlich Abstand nehmen von Mohr. Genauso Besong. Lang ist dann auch zu schwach, zudem frisch gewechselt, Bamba ganz genauso, Yanda habe ich ja noch in einer anderen Karriere beim KSC auf dem Fironics Esports Channel, würde uns dann auch nicht ganz so viel bringen, gerade weil wir Luis Holtby fest verpflichtet haben fürs nächste Jahr, Leopold auch nicht, Bojamba, Martinovic, Donkor, Ernst, lassen wir mal noch drauf, als Backup-Keeper wieso eigentlich nicht, Fossum könnte uns jetzt eigentlich für eine Halbserie weiterhelfen, aber den können wir leider nicht verpflichten, Agu werden wir gleich nochmal drüber sprechen, Kretzig ist ja wie gesagt nicht möglich, Kühn, Matsmela Döli, also ihr seht ja die ganz anderen Spieler hier, die sich auf jeden Fall noch sehen lassen können. Zetterer leider auch weg, genauso Fuchs, auch Ambrosius und auch Jan Fiete ab. Holtby kann auch runter, den haben wir ja mittlerweile fest verpflichtet. Wen ich richtig geil und interessant finde, wäre Marco Grühl, Österreicher von der Rapid, also von der Rapid sage ich schon, von der Austria, deshalb habe ich das der davor, von Rapid Wien. Auch er mit einem auslaufenden Spielervertrag könnte dann so ein typischer Mittelstürmer sein oder eben LF, genau da, wo halt unsere anderen Spieler auch alle spielen. Ich könnte es jetzt alle aufzählen, Sinani, Afolayan und wie sie nicht alle heißen. Deshalb Marco Grühl, auslaufender Vertrag, 73, stabiles Rating für uns. Ich würde sagen, da schlagen wir direkt zu. Auch hier machen wir einen Haken dahinter. Vorteil dabei, weil ich denke, das ist nicht ganz unrealistisch, 6,4 Millionen Freigabesumme. Ich weiß, das ist jetzt vielleicht nicht so sonderbar viel, aber wir haben lange verhandelt. 6,4 ist, denke ich, richtig gut. Er wechselt ablösefrei. Sollten wir den dann verkauft bekommen, haben wir einfach so 6,4 Millionen mehr auf dem Konto. Auch wenn es vielleicht nicht so sonderbar viel mehr als sein eigentlicher Marktwert ist. Denn der liegt bei 3,8 Millionen. Trotzdem, ey, das sind knappe 3 Millionen drüber. Ich glaube, da können wir uns nicht beschweren. Und wenn er dann mal da ist, dann wird er, glaube ich, im ersten Jahr sowieso nicht verkauft werden können, sodass man da erstmal so ein bisschen auf der sicheren Seite ist. Dann kann man immer noch schauen, wenn er sich wirklich etabliert, wenn das alles funktioniert und wenn es jetzt keiner ist, der so sonderbar krass raussticht, dann kann man die Freigabesumme vielleicht ja auch rausnehmen. Für alle die, die sich fragen, was macht eigentlich die Jugendarbeit? Wir haben Kofi Ali, ein Ghana, 16 Jahre jung, hat eine 58, super Potenzial. Marshall, der eigentlich auch noch da wäre, Australier, aber das Potenzial ist zu schwach, werden wir jetzt dann auch in dem Fall freigeben. Lehmann ist einer, der noch recht interessant ist, im zentralen Mittelfeld, auf der 10, auf der
8 und auf der 6 theoretisch einsetzbar. Und dann gerade eben 2,3 Millionen Marktwert, 15 Jahre jung, Liam Cummings. Finde ich richtig geil, werden wir auf dem Flügel umtrainieren, vielleicht sogar dann auch noch auf die 10, eben da, wo man halt am meisten mit ihm gehen kann, wo er sich auch am meisten verbessert. Ein ganz heißer Kandidat auch fürs nächste Jahr auf Leihbasis oder vielleicht einer, den wir an die Mannschaft ranführen kommen. Und wir haben noch hier Carl Sommer, auch der ist echt in Ordnung, aber mit Cummings haben wir schon ein richtiges Top-Talent, würde ich jetzt mal behaupten, in der Hinterhand, vielleicht einer, über den wir noch ganz, ganz lange reden werden und hoffentlich auch genauso lange Spaß mit ihm haben werden. Lars Ritzka verlässt jetzt den Verein in Richtung Eibar, der hat sich gerade mal zwischenzeitlich gemeldet, ja, Saliakas gesetzt, Treu auf der anderen Seite, wobei Treu vielleicht auch mit Saliakas die rechte Seite beackern könnte, wenn Franz Kretzig dann käme oder wir vielleicht sogar jetzt einen ganz anderen Außenverteidiger holen. 2,05 Millionen ist hier die Ablösesumme, seht ihr jetzt auch nochmal im Hintergrund, ja, offiziell. Ritzka geht für 2,05 Millionen auf der einen Seite und für 1,5 inklusive ein bisschen Weiterverkaufsgebühr kommt hier nicht Krühl, den wir jetzt hier sehen, sondern ein ganz anderer Spieler, denn wir brauchen noch einen Backup-Verteidiger und den finden wir jetzt in Felix Agu, sogar nur 1,4 Millionen Neuzugang, also dann auch Bremen. Wir hatten ja bereits vorher schon mal darüber gesprochen. Er kennt Osnabrück, er kennt Bremen, er kennt den Norden und jetzt vor allem dann natürlich auch Hamburg, aka St. Pauli. Er wird mit Platz nehmen hier auf jeden Fall erstmal auf der Bank und ich sehe gerade, Zierreis hat sich jetzt verbessert, könnte also vom Gesamtrating jetzt an Hauke Wahl vorbeiziehen und hier Agu, der kann natürlich ein bisschen Konkurrenz für Saliakas geben oder auch für Treu, wobei Treu hat einfach auch eine 73. Ich meine, da wäre ich zum Beispiel auch nicht abgeneigt, wenn dann ein super gutes Angebot kommt, zu sagen, hey, den verkaufen wir und dann hätte man halt hinten links Platz für Lea Paccarada oder für Franz Kretzig, wo man dann einfach mal schauen muss. Aber das ist der eine Neuzugang, den wir jetzt auf jeden Fall verpflichten wollen und was ja jetzt dann auch funktioniert hat. Da wir bis auf Eggestein keinen typischen Stürmerersatz haben, neben Guido Burgstaller, werden wir jetzt Etienne Amenjidou wieder als Stürmer zurück umtrainieren, wo er mir wirklich gut gefallen hat. Aber egal, wo er spielt, er gefällt mir wirklich überall richtig gut. Er ist dann also unser Backup-Stürmer, verdrängt somit dann quasi Eggestein von der Reservebank, bedeutet aber dann auch, wir bräuchten neben Sinani oder wer auch immer halt eben dann noch als Flügelspieler 1 auswechseln mit auf der Bank sitzt, einen weiteren und da komme ich jetzt auf einen Kommentar von euch zurück. Und auch da bleiben wir tatsächlich im Endprodukt bei 3 Millionen und somit knapp einer halben Million unter dem eigentlichen Marktwert von Nicolas Kühn. Rapid Wien lenkt also einen 4-Jahres-Vertrag, vielleicht auch hier nicht ganz unrealistisch mit einer Freigabesumme, wir könnten ja mal schauen, ich gehe jetzt einfach mal rein mit 8 Millionen, vielleicht ist das auch ein bisschen viel, aber das ist akzeptabel. 3 haben wir jetzt gezahlt, also das finde ich auch richtig geil. Da kommen wir wiederum auch auf das Video zurück, wo ich schon mal ja Tipps und Tricks für eine langfristige, spannende und realistische Karriere gebracht habe. Freigabesumme hardcore underrated, vor allem bei Neuzugängen, die halt jetzt nicht die typischen Identifikationsfiguren sind, die man halten möchte, kann er zwar werden, wenn aber nicht, sind 8 Millionen unfassbar gutes Geld für uns. Und somit heißt es dann, Amenjidou als Stürmer-Backup, genauso Kühn und Sinani für den Flügel. Ja, Kühn auf den linken Flügel geht da tatsächlich auch nochmal plus 1 und Sinani macht es ja auch aktuell super. Wir können da wirklich 1:1 wechseln, Afolayan und Saad gegenüber Kühn und Sinani oder in welcher Konstellation auch immer, 4 absolut gleichwertige Spieler. Hier haben wir dann noch Metcalf, wir werden jetzt weiter mit ihm gehen als einzigen Backup auf der 8, weil wir da gar nicht so viel Wechselbedarf haben. Wir gehen mit Jackson Irvine und wir gehen mit Marcel Hartl. Hinten links haben wir Treu zusammen mit Saliakas, wo dann natürlich Agu als Backup wäre. Zierreis, Smith, wir haben Nemeth und wir haben eben Wahl und genauso auch noch Metz. Ja, und wir haben Ries noch hinten drin. Also, ey, es ist zwar nicht der größte Kader, aber einen, mit dem ich wirklich absolut d'accord bin. Ja, komplett zufrieden. Und damit würde ich jetzt auch schon sagen, machen wir einen Haken hinter die Sommertransferphase, gerade wenn man bedenkt, dass Krühl und Holtby eben auch ablösefrei im nächsten Jahr bereits zu uns wechseln. Was eigentlich auch gemessen an den Zielen natürlich ganz gut ist, zumindest mal nicht verkehrt. Wobei, hier ist es Profit, Schlüsselspieler und Profit. Ja, okay, wir haben 2 Schlüsselspieler verpflichtet. Das ist das eine, was wir abgeschlossen haben. Profit von 15 Millionen, wie soll das bitte gehen? Also wir hätten, selbst wenn wir den ganzen Kader verkaufen, wahrscheinlich keine 15 Millionen drin, jetzt mal völlig übertrieben. Aber auch da lassen wir uns nicht davon unterkriegen. Aufstiegsrennen dabei sein, das wollen wir definitiv. Und auch langfristig über 2 Zweitligasaisons soll der Direktaufstieg drin sein. Auch das ist ja auch irgendwo unser Ziel. Markenpräsenz, da brauchen wir nur noch 6 Siege, dann haben wir auch das. Erhöhe Erfahrungsniveau, ja, das ist, denke ich, auch ansatzweise in Ordnung, indem du das Durchschnittsalter von 28 erreichst. Also wir wollen ja nicht das komplette Rentnerteam hier aufstellen. Und die Jugendakademie, das ist das passende Stichwort, was wir jetzt mit dem restlichen Geld machen wollen, werden wir natürlich auch nicht ganz vernachlässigen, denn da haben wir mittlerweile ein paar Spieler mit dabei. Ihr seht es ja ganz kurz im Hintergrund und wir haben halt auch noch Geld. Die Scouts sind so lala. Wenn, dann würde ich wahrscheinlich schon richtig tief in die Tasche greifen und wir schnappen uns Elliot Smets.
4 Sterne Erfahrung, 4 Sterne Einschätzung. Ich würde sagen, go for it. Gemessen an Spielern und deren Nationalität in den eigenen Reihen haben wir jetzt einmal 6 Monate Deutschland, 6 Monate Australien und 6 Monate Schweden. Mal gucken, was dabei rumkommt. Und jetzt zum Abschluss dieser Folge heißt es erstmal Greuther Fürth in der Langsimulation und danach das große Norddurby, der HSV zu Gast bei uns am Millerntor. Gehen wir also rein, das Glibler zu Gast bei uns, also bei den Kiezkickern. Es gibt eine Änderung, Kühn. Ich dachte, komm, vielleicht ist es ja genau die Geschichte, die wir jetzt heute brauchen, um auch perfekt in die Rückrunde zu starten, dass wir ihn direkt ins kalte Wasser reinwerfen. Neuzugang von Rapid, der kennt natürlich Guido Burgstaller, vielleicht die Connection genauso erfolgreich wie zuvor auch in Österreich. Jetzt aber erstmal das Kleeblatt über außen. Die kommen hier als Konter, wir Tiki-Taka. Erfahrungsgemäß ist es oftmals so, dass man tatsächlich genau in Konter läuft und dann eben das Team mit der Formation Konter sehr erfolgreich ist. Es ist Sieb. 12. Minute, Fürth geht in Führung. War jetzt zwar kein typischer Konter, aber trotzdem ist das einfach gemessen an den kompletten taktischen Einstellungen dann oftmals so, dass man halt als Tiki-Taka-Team gegen eines, das Konter spielt, ja, so ein bisschen ausgeliefert ist. Aber trotzdem, wir finden besser ins Spiel. Fürth macht das defensiv halt leider super gut. Ja, wir kommen keinesfalls irgendwie straight in Richtung gegnerischen 16er, sondern müssen uns da echt hart bemühen und immer wieder geduldig durchkämpfen. Machen wir aber und ich vertraue unserer Mannschaft. Und selbst wenn wir das verlieren, das wäre kein Beinbruch. Aber trotzdem, ey, wir sind so gut drauf und wir wurden schon so oft positiv überrascht von dieser Truppe. Man darf auch irgendwann mal ein Spiel verlieren, was ja schon im Pokal passiert ist, in der Liga zwar noch nicht. Aber hey, also das wäre jetzt wirklich auch keine absolut negative Überraschung. Fürth ist ja jetzt auch kein, was weiß ich, absolutes Dulli-Team. Die haben ja auch brutale Qualität mit Lemperle, mit Hürgotta und wie sie nicht alle heißen. Wir wollen nichts dem Zufall überlassen, weshalb wir jetzt dann auch wechseln. Das seht ihr jetzt dann auch gleich hier. Wir haben schon direkt mal was gemacht. Zierreiß raus und dafür kommt Amenido vorne rein. Heißt also jetzt auch Doppelspitze. Wir haben die Taktik angepasst, haben die erste Chance. Und da ist der Keeper auf der anderen Seite da. Linde verhindert also den Ausgleich. Egal, Jungs, weitermachen. Kämpfen für einen Punkt. Und das ist heute jetzt dann auch das Ziel. Und da ist der Ausgleich. Amenido, gerade eingewechselt. 66. Minute auf Doppelspitze umgestellt. Für den Moment sieht das super aus. Vielleicht aber, ja, weil wir jetzt auch wieder ein bisschen offensiver stehen, kommt das Konterthema wieder richtig präsent. Aber nee, also bis dato nicht. Wir haben in dieses Spiel gefunden und machen jetzt genauso weiter. Das ist die nächste Chance. Und da ist der Abschluss. Da ist das Tor. Guido Burgstaller, 74. Minute. Weitere Wechsel, Metcalf kommt ins Spiel und ich glaube ganz genauso auch, lasst mich nichts Falsches sagen, es müsste, glaube ich, Saad gewesen sein. Genauso ist es. Jackson Irvine geht auf die Linksverteidigerposition. Der ist ja so flexibel einsetzbar, dass wir da gar keine Probleme haben und Metcalf dann also ins zentrale Mittelfeld. Spiel gedreht. Aus einer Niederlage macht Stand jetzt tatsächlich hier plötzlich ein Sieg und jetzt kämpfen wir auch. Wir sind sowas von Präsenz. Präsenz haben wir natürlich hier im Spiel, aber ihr wisst ja, was ich meine. Wir verteidigen die Dinger. Wir bleiben jetzt einfach auch der Doppelspitze treu, denn ich will jetzt keine weiteren Experimente machen. Wir haben was gewagt. Bis dato wurden wir belohnt. Aber hier ist dann auch der Ausgleich recht spät. Abjawa in der 89. Minute. Gut, die haben jetzt dann auch noch mal ein bisschen was riskiert. Auf jeden Fall hier die Jungs aus Fürth. Aber trotzdem, ich hoffe mal nicht, dass wir es wieder komplett aus der Hand geben. Und dann ist ein 2-2 völlig in Ordnung. Ja, also das war jetzt kein Weltspiel von uns. Trotzdem für kurze Zeit, ja, innerhalb 8 Minuten 2 Dinger. Pure Effizienz. Und dann aber auf der anderen Seite Fürth, die zu keinem Zeitpunkt raus waren. Von daher, Punkteteilung nehme ich mit. Unterschreibe ich. Heimspiel. Millerntor. Wir sind auf jeden Fall heiß. Der HSV ist zu Gast. Es ist das letzte Spiel in dieser Folge und es ist vor allem auch ein Derby. Und ich freue mich drauf. Hier haben wir Amenido, den zwischenzeitlichen Torschützen aus dem ersten Spiel jetzt in dieser Folge, wo er dann, glaube ich, den Ausgleichstreffer für kurze Zeit erzielt hatte. Danach auch Guido Burgstaller erfolgreich. Dementsprechend werden wir natürlich auch heute hier mit Guido Burgstaller weiterspielen. Jetzt aber versuchen wir uns erstmal wieder zurück in alter Formation, in dieser Fünferkette. Natürlich in den gegnerischen 16er zu spielen. Guido Burgstaller! 1-0! 4. Minute! Das geht viel zu leicht! Der HSV geht baden. Pauli führt früh im Hamburger Derby, das wir natürlich auch wieder für uns entscheiden wollen. Es trennen uns immer noch 13 Punkte. Der HSV ist so viele Punkte hinter uns. Sie können auf 10 aufschließen, sie können es aber auch bis auf 16 vergrößern lassen. Das wird aber natürlich alles andere als in deren Interesse sein. Guido Burgstaller, Amenido, nee, Marcel Hartl mit der Vorlage. Eine Annahme, eine Drehung, Abschluss mit dem schwachen linken Fuß. 12 Tore in 18 Spielen, ja, und das sind die Assists noch nicht mit eingerechnet. Irvine für Amenido. Der HSV findet immer besser in dieses Spiel. Wir sind jetzt zwar mal wieder in der gegnerischen Hälfte, da passiert aber nicht ganz so viel. Wenn wir mal eine hohe Balleroberung haben, wird es mal vermeintlich gefährlich, aber ansonsten ist der HSV jetzt spielbestimmt, auch weil wir es nicht unbedingt müssen. Ich meine, wir führen mit 1-0 und verlassen uns hoffentlich so ein bisschen auf die Konter. Aber solche Fehlpässe, da ist nicht viel Spielwitz, nicht viel Kreativität. Und ich hoffe, dass wir jetzt wieder zurückkommen. Irgendwann in dieses Spiel und hoffentlich nicht dann, wenn es schon längst zu spät ist.
was wahrscheinlich gleichbedeutend damit wäre, dass der HSV hier zum Ausgleich käme oder vielleicht sogar das Spiel komplett auf den Kopf dreht. Aber egal, solange wir in der Defensive stabil stehen, und das ist bisher der Fall, brauchen wir uns noch keine Gedanken machen. Jetzt Amenido, und der ist vorbei am Innenverteidiger und hat nur noch Matteo Raab vor sich, denn ich glaube, der steht heute hinten drin. 32. Minute, und wenn dann so ein Konter funktioniert und der Innenverteidiger chancenlos ist gegen den wieder mal super aufgelegten Amenido, der genauso wie auch zuvor im Spiel nach seiner Einwechslung trifft, heute von Anfang an, er hat sich dafür natürlich heute belohnen dürfen, oder wir haben ihn belohnt, setzt sich durch, bleibt kühl, gute 6-7 Meter Torentfernung, stupfelt er das Ding am rausstürmenden Keeper vorbei und macht in Minute 32 das Ding deutlicher. Es steht 2:0, aber Hamburg wird zu keinem Zeitpunkt abgeschrieben, denn sie waren tatsächlich schon wirklich etwas besser, bemühter vielleicht auch. Das heißt ja nicht gleich, dass man dann auch besser ist, aber sie haben ein bisschen mehr fürs Spiel gemacht, was sie halt auch machen mussten, weil sie eben mit 1:0 in Rückstand geraten waren. Und jetzt steht es schon 2:0, und wir haben halt eigentlich alles in eigener Hand. Jetzt ein Foul, Amenido bleibt aber auf den Beinen, und dann haben wir Afolayan, der sich da auch noch durchtankt. Super verteidigt dann aber. Das war gerade rund um den eigenen 5-Meter-Raum extrem brenzlig. Hat er aber super gemacht. Ich hätte natürlich auch nichts gegen ein drittes Tor. Die nächste Chance lässt aber nicht lange auf sich warten. Irvine! Abgefälschtes Ding, Amenido! Volles Risiko mit Glück. Ja, fängt sich der HSV jetzt hier kein weiteres drittes Tor. Marcel Hartl bei der Ecke, Jackson Irvine mit da vorne. Dann haben wir Amenido, wir haben nochmal Marcel Hartl und dann ein Abschluss in die Arme von Raab. Afolayan, geschickt von Jackson Irvine. Er ist im gegnerischen 16er, keiner wirklich mit dabei. Trotzdem Überblick, und dann ist er drin. Matteo Raab mit einem Riesenbock. Ich glaube, den muss er halten. Aber vielleicht war ihm da auch die Sicht behindert vom mitgelaufenen Innenverteidiger. Afolayan wartet ganz lange ab und dann schaut er zurück. 16 Meter ran, da ist der Guido. Der nimmt die Kugel nicht mal mehr an, sondern aus guten 11 Metern nimmt er den direkt. Schonlau und Raab sind sich unschlüssig. Ja, unschlüssig. Ja, alles klar. Sind sich unschlüssig. Und ja, da fehlt einfach die Absprache. Und dann steht es 3:0. Das ist schon wirklich heftig. Es ist halt auch brutale Effizienz unserer Seite aus. Ja, ist jetzt nicht unbedingt so spiegelnd auf die Anteile in der Partie. Aber es ist halt der FC St. Pauli, wie wir ihn in dieser Spielzeit tatsächlich kennen, unschlagbar, ja, in Anführungszeichen. Eine Mannschaft, die halt wirklich Weltklasse aufgelegt ist und mit egal welcher Spielsituation super zurechtkommt. Afolayan hat die Kugel und die nächste Chance. 50. Minute, wir kommen super aus der Pause raus und wollen natürlich hier wieder mal nichts dem Zufall überlassen. Angriff ist die beste Verteidigung. Wenn der HSV in die eigene Defensive gezwungen wird, dann kann vorne schon mal nichts gehen. Wir stehen hoch, ist irgendwo auch risikohaftet. Natürlich, ich weiß, aber ganz egal. Wir sind so gut, auch im Pressing. Wir stehen in der Defensive heute wieder so solide. Das ist unfassbar, was die Truppe da macht. Jackson Irvine und Marcel Hartl, die räumen gefühlt eh schon alles im Mittelfeld ab. Bestes Beispiel wieder hier. Dann haben wir hier Guido Burgstaller. Wir haben, ja, Amenido, der sogar am Ball bleibt. Und Afolayan, komm schon, Junge, lauf doch in Position. So haben wir dann hier so eine gute Flanke. Marcel Hartl, Guido Burgstaller. Das war jetzt alles sehr unkonventionell und ehrlich gesagt auch nicht so, wie ich das eigentlich geplant hatte. Aber Saliakas auch mit einer guten Flanke. Es funktioniert heute wieder im Kollektiv einfach überragend. Afolayan ganz alleine. Was der hier macht, ist Weltklasse. Und dann bleibt er sogar noch am Ball. Marcel Hartl, Guido Burgstaller und dann nicht sein Dreierpack. Das muss das vierte Tor sein. Hamburg ist jetzt mit dem 3:0 zusammengerechnet, glaube ich, ganz gut bedient. Denn jetzt dominieren wiederum nur noch wir. Guido Burgstaller für Marcel Hartl. Und dann ist es die Vorentscheidung. 68. Minute. 4:0 St. Pauli. Absolute Weltklasse, Guido Burgstaller, nächster Assist, also der Junge, der sammelt Scorer nach Scorer, er ist gefühlt ein Kandidat für den Ballon d'Or der Zweitliga-Clubs, absolut geil, macht Laune, 4:0, hier Jackson Irvine mit dem nötigen Glück, sogar der Ball auf Burgstaller. Und dann ist die Defensive wieder überfordert. Matteo Raab schnell auf dem Boden schon. Also wir konnten uns dann die Ecke aussuchen, denn hier ist er einfach schon unten. Naja, gut. 4:0, Marcel Hartl, Deckel offiziell drauf. Vielleicht spät nochmal der HSV mit einer Flanke. Da taucht auch einer auf. Van de Brem, glaube ich, war das. Nee, es ist Levin Öztunali hier gegen, ich glaube, Jackson Irvine, der da gar nicht erst für nötig hielt, irgendwie mit hochzugehen. Aber naja, also stand jetzt auch kein weiteres Tor oder überhaupt kein Tor für den HSV. Stattdessen nochmal eine Kontermöglichkeit über den mittlerweile eingewechselten Felix Agu. Dann haben wir hier Kühn auch mittlerweile eingewechselt, tankt sich außen durch und dann im letzten Moment aber nochmal gestört. 88. Minute, wir probieren es nochmal mit einer Eckentaktik hier, sehr kurz und flach vorne rein, um dann das Ding zu verlängern. Die Idee war ganz gut, die Ausführung eigentlich auch einigermaßen, trotzdem wirklich gefährlich wurde es noch nicht. Jetzt aber spielen wir das super gut durch und nochmal ein Abschluss. Raab kann sich eines der ganz wenigen Male so ein bisschen auszeichnen. Nochmal Hartl verlängert das Ding irgendwie. Hamburg wirft sich noch
nochmal rein. Es ist zwar mittlerweile schon die 91. Spielminute, es geht ja eigentlich um nichts mehr. Dieser Eckball war dann eine Katastrophe. Nichtsdestotrotz, es ist, denke ich, der Abschluss in dieser Folge. Smith ist nochmal mit dabei, erobert nochmal die Kugel, zumindest ganz kurz. Und dann aber bleibt der HSV weiter dran, ändert sich dann aber ein paar Minuten später direkt. Denn da sind wir wieder zur Stelle. Noch ein paar Fehlpässe und dann der Abpfiff. Pauli 4, Hamburg 0, Derby-Sieger auf dem Kiez. In der Tabelle heißt es dann 50 Punkte, Pauli weiterhin unangefochten, ganz, ganz oben mit dabei und noch immer 12 Punkte Vorsprung auf die Hertha, 10 auf Hannover. Es hat sich eigentlich nichts geändert, außer dass es noch 14 Spieltage sind und wir natürlich weiter von der Spitze grüßen. Das ist echt top, ganz unten Osnabrück und Wiesbaden, Hansa Rostock auf Platz 16. Ich denke, abgeschlagen der VfL, na, Hoffnung ist da, denke ich, gar nicht mehr so viel da, aber lassen wir uns einfach mal überraschen, was noch passiert im DFB-Pokal für alle, die es interessiert. Hannover in Köln, Bayern, Wolfsburg, Union, Frankfurt und Wiesbaden, Leverkusen. Also das hätte ich jetzt so auch nicht unbedingt hier mit gerechnet. Bochum, die haben dann hier gegen Köln tatsächlich verloren. Wäre auch geil gewesen. Für mich als FC-Fan ein Duell gegen den ersten FC Köln, also mit St. Pauli. Aber so sind wir jetzt in einer aktuell unfassbar guten Momentaufnahme. Diese Truppe ist absolute Weltklasse. Der Aufstieg eigentlich nur noch Formsache. Und ich hoffe, wir gehen jetzt einfach durch die schon bereits extrem weit aufgestoßene Tür hindurch. Die Fünferkette liegt uns weiter perfekt. Die Fitness, auf die achten wir jetzt noch. Und dann geht's in der nächsten Folge natürlich rein mit dem großen Saisonfinale. Da werden wir einige Spiele spielen. Und ich würde sagen, da es 14 Teams sind, hoffe ich einfach mal. Ich kann alle 14 Teams in eine Abstimmung mit reinpacken. So findet ihr jetzt den Stropper-Link in der Videobeschreibung. Kurz drauf gehen. Ich mache es auch so, dass ihr mehrere Antwortmöglichkeiten habt. Und dann einfach die besten 3 oder 4 spielen wir selber. Es gibt Düsseldorf, es gibt Wien, Schalke, Magdeburg. Es geht dann weiter hier im Monat März mit Hertha, Osnabrück und auch Hannover. Plus Holstein-Kiel. Wir haben dann noch Paderborn, wir haben Lautern, wir haben Elversberg und den KSC. Und zu guter Letzt noch Rostock und am letzten Spieltag auswärts in Braunschweig, also die Braunschweiger Löwen. Das sind jetzt alle Teams, die ihr abstimmen könnt. Ihr checkt den Link auf jeden Fall in der Videobeschreibung gerne ab und schaltet morgen wieder ein, denn auch da plane ich zumindest ein Video online zu bringen. Vorausgesetzt, ich kriege es jetzt noch in der Nacht aufgenommen, denn wie gesagt, Hochzeitsstress ist absolut real. Danach in Anführungszeichen Flitterwochen, da geht es nämlich auch noch ein bisschen in Urlaub. Also seid einfach gespannt, es kommen ein paar Videos. Auf Instagram werde ich auch immer sagen, wann welche online gehen. Und ansonsten abonnieren, Glocke aktivieren, dann verpasst ihr auch hier nichts mehr. Und dann sehen wir uns in den nächsten Videos. Macht's gut, haut rein, bis dahin und ciao.